Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast mit Kajetan Brandstätter. Ich bin Kajetan Brandstätter vom Podcast Mittelstand und unser heutiger Gast ist Frau Gabriele Wander. Frau Gabriele Wander hat gleich drei Berufe. Sie ist Körpertherapeutin, sie ist Erfinderin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmerin. Doch das Allerwichtigste, sie ist eine, die nicht so schnell aufgibt. Das gilt in vielerlei Hinsicht, ganz besonders aber für ein Problem, unter dem heutzutage viele, viele Menschen leiden. Rückenschmerzen, die Volkskrankheit Nummer 1. Herzlich willkommen, Frau Wander. Vielen Dank für die Einladung, lieber Herr Brandstätter. Frau Wander, wir haben ja das Gespräch vorher geführt. Ich war ja ganz begeistert. Ach, übrigens, ich sitze schon ganz entspannt da, weil wir haben ja zum Unterschied von ansonsten haben immer die roten Stühle und heute sitze ich ganz bequem und aufrecht da. Ich fühle mich schon richtig wohl. Frau Wander, wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen? Oder Sie hatten ja selber Probleme, glaube ich, soweit ich weiß. Genau. Also das war tatsächlich der Auslöser dafür, dass dieser Michu-Stuhl entstanden ist. Ich hatte selber Rückenschmerzen und zwar schon relativ früh in meinem Leben, da war ich so ungefähr 17, 18, als ich zum ersten Mal zu meinem Hausarzt gegangen bin, weil ich halt einfach ständig Rückenschmerzen hatte. Dann hat er mir Massagen verschrieben. Dann kam ich nach 7, 8 Wochen wieder, dann hat er mir Krankengymnastik verschrieben. Beim nächsten Mal, als ich wiederkam, hat er mir dann Massagen verschrieben und beim übernächsten Mal, Sie ahnen es vielleicht schon, hat er mir Krankengymnastik verschrieben. Und ich habe immer so gemerkt, ja, es ist zwar ganz nett, mich immer massieren und behandeln zu lassen, aber es löst nicht wirklich mein Problem. Und dann bin ich, als ich so ungefähr 25 Jahre alt war, wirklich intensiv auf die Suche gegangen, weil da hat mir dann einfach ständig der Rücken wehgetan, beim Sitzen, beim Stehen und beim Gehen, also eigentlich die ganze Zeit. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und hatte den glasklaren Gedanken in meinem Kopf, jetzt muss ich was tun. Und an dem Tag habe ich mich angemeldet an der Volkshochschule zum Yogakurs und aber gleichzeitig noch im Fitnessstudio für ein intensives Muskelaufbautraining. Und da hat es dann begonnen, dass ich wirklich angefangen habe, selber was für meinen Rücken zu tun. Und die Idee zu dem Michu-Stuhl, die entstand dann relativ kurz danach. Aber von der ersten Idee bis zum fertigen Stuhl waren es nochmal 4 Jahre Entwicklungszeit. Ein Wahnsinns-Durchhaltevermögen, das wiederum zeichnet Sie als Unternehmerin aus, liebe Frau Gabriele Wander. Wenn ich mir jetzt das so durchlese, Michu heißt der Stuhl, das klingt so ein bisschen japanisch. Wie sieht der aus oder wie kann man das jetzt genau vorstellen? Ja, also der Michu schaut tatsächlich ein bisschen japanisch aus. Wenn ich mal ganz kurz aufstehe, dann kann man ein bisschen sehen, wie er ausschaut. Und er hat ein paar Besonderheiten. Normalerweise sitzen wir ja, wenn wir sitzen, meistens eher in so einer Kuhle. Also die meisten Bürostühle sind so geformt, dass man eher ein bisschen einsinkt. Und im Sofa wird es dann ganz extrem, da sinkt man dann extrem ein. Beim Michu ist es genau anders, der hat nämlich eine leicht gewölbte Sitzfläche. Und die hat einen besonderen Sinn oder eine besondere Wirkung, nämlich durch diese leichte Wölbung werden 2 Akupressurpunkte aktiviert, die wir auf unseren Sitzbeinknochen haben. Und zwar durch unser eigenes Körpergewicht kommt hier so ein klarer Druck auf diese Punkte. Und da sind Reflexzonen und die richten die Wirbelsäule von innen heraus auf. Das ist so, wie wenn man auf einen Knopf drückt und schwuppdiwupp wird die innerste Schicht der Rückenmuskulatur aktiv. Und man sitzt eigentlich von selber aufrecht, ohne dass man sich es mühsam vom Kopf her vornehmen muss. Ja, das ist richtig spannend, weil wenn man das anschaut, das schaut ja aus wie so ein bisschen ein Tempel. Also wenn ich mir das jetzt gerade so ausprobiere, man wird ja auch eigentlich gezwungen, dass man eine gute Haltung hat, gell? Ja, also eigentlich gezwungen ist nicht ganz das richtige Wort, weil man kann natürlich auch auf dem Michu-Stuhl so zusammensacken. Aber das Tolle ist, auf dem Michu-Stuhl so zu sitzen, das fühlt sich einfach nicht gut an, das fühlt sich einfach ganz komisch an. Also man kriegt den Impuls von innen heraus, aufrecht zu sitzen, ohne dass man sich's vornehmen muss. Das ist so das Besondere. Und dann, also das ist das Erste, was besonders ist, diese Aufrichtung. Und dann kriegen wir so eine dreidimensionale Beweglichkeit in die ganze Wirbelsäule. Also die Aufrichtung bleibt dann aktiv durch die Bewegung. Da bleiben die Muskeln aktiv. Also Sie haben das ja wirklich wahnsinnig
gewissenhaft vorbereitet. Ich musste ja vorher sogar die Unterschenkel, die Maße abgeben, damit der Stuhl auf mich richtig eingestellt wird. Genau. Das heißt, es ist kein 0815-Produkt, wie man so schön sagt, sondern es wird ja richtig auf den Nutzer, in dem Fall auf mich, abgestimmt. Ja. Und wenn ich jetzt das so teste, ich bin jetzt noch nicht so lange drauf gesessen, ist das nicht ein bisschen anstrengend, wenn man den ganzen Tag da sitzt, oder wie sehe ich das? Also anstrengend ist es ganz am Anfang ein bisschen, weil es ist eine Umstellung. Mhm. Unsere Muskeln sind es einfach gewohnt, dass sie den ganzen Tag lasch in der Lehne hängen können. Mhm. Und wenn man sich das über viele Jahre angewöhnt hat, dass man so an der Lehne klebt, dann ist es schon eine Umstellung, in diese Aufrichtung reinzukommen. Aber es geht relativ schnell, was das die Muskeln merken. Eigentlich ist es schön, wenn man was zu tun hat. Und ich vergleiche es manchmal mit der Situation, wenn wir zum Beispiel, jetzt ist ja bald Weihnachten, wenn man auf der Post ein Paket abgeben will und man sieht, oh je, da ist eine lange Warteschlange. Man steht 5 Minuten in der Warteschlange, man steht 10 Minuten in der Warteschlange. Dann fängt es spätestens an, dass man das Gewicht verlagert von dem einen Fuß auf den anderen. Und wenn wir aber die gleiche Zeit draußen spazieren gehen, 5 Minuten gehen, 10 Minuten gehen, ist ja gar kein Problem. Mhm. Aber 5 Minuten stehen, 10 Minuten stehen, dann wird es schon echt mühsam. Und beim Sitzen auf dem Mischu-Stuhl ist es eigentlich so ähnlich, wie wenn wir gehen würden, weil das Becken kann die ganze Zeit immer so ein bisschen in Bewegung sein. Und das ist einfach viel gesünder als dieses starre, statische Stehen, was unsere Muskulatur halt extrem belastet. Für mich ist es ja so, ich war ja über 28 Jahre in einem Großkonzern tätig und da haben wir ein Großraumbüro gehabt. Mhm. Und wenn ich da so durch die Gänge marschiert bin, da hat es ja die möglichsten und unmöglichsten Sitzdinger gegeben. Ja. Also Hocker und Hochstuhl, ist mir alles in Ordnung. Aber dann hat es ja auch noch diese zum Knien so Stühle gegeben, ja, oder die Bälle. Also wenn ich es jetzt so sehe, ja, das hat also ein bisschen Ähnlichkeit mit so einem runden Ball, wie es damals gegeben hat. Was ist da eigentlich so der Unterschied dabei? Also es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, weil der Ball uns ja auch so eine Beweglichkeit gibt. Aber es gibt einen ganz wichtigen Unterschied. Und zwar beim Ball ist dieser Drehpunkt unten am Boden. Also ich habe hier den Ball, da dreht er sich, hier oben ist die Oberfläche. Und beim Ball wirkt der ganze Abstand vom Boden bis zur Oberfläche, der wirkt als Hebel. Mhm. Und da hat man einen sehr langen Hebel, ungefähr 50 cm ist der Hebel beim Ball. Und beim Mischu-Stuhl ist es ein ganz kleiner Hebel. Die Gelenke, die drei Gelenke, die der hat, die sind nämlich genau hier, direkt unter der Sitzfläche. Dadurch wird die Beweglichkeit ganz fein und ganz differenziert. Und das Wichtigste ist, die kommt direkt im unteren Rücken im Körper an, also da, wo praktisch das Kreuzbein in die Wirbelsäule übergeht, also bei den untersten Lendenwirbel. Da passiert die Bewegung und dann geht die aber in der Wirbelsäule rauf bis zum Kopfgelenk. Also die ganze Wirbelsäule kommt hier in so eine weiche, fließende Bewegung. Und das ist anders. Beim Ball macht man so eine Bewegung und auf dem Mischu-Stuhl ist es so eine Bewegung. Frau Wander, Sie haben ja eine wunderbare Homepage drauf mit vielen Videos auch. Ja. Und wir machen dann einfach als Zusatzmaterial für unsere Hörer unten in der Beschreibung die ganzen Links dazu, damit man das dann auch richtig schön sieht und erklärt bekommt. Ja. Weil das muss man auch mal gesehen haben. Ja. Ich habe ja im vorigen Jahr aus dem berühmten C-Wort heraus, war ich hier gezwungen, viele, viele Online-Veranstaltungen zu machen. Und ich war im Homeoffice gesessen. Aber was ich da teilweise in den Zoom-Bildschirmen gesehen habe, hat mich erschüttert. Da sind ja Leute auf der Couch gesessen, haben gearbeitet, am Küchentisch, im Schlafzimmer. Wenn ich das so sehe, welcher Aufwand in den Büros getrieben wird mit Stühlen, mit viel, viel Geld. Ja. Und wenn man dann sieht, was da hinter den Bildschirmen oder vor den Bildschirmen abläuft, ja, mit wirklich, also ich will ja keine Firma nennen, aber so Stühle für 9,95, 19,95, Garten, Klappstühle am Küchentisch sind ja keine Seltenheit. Ja. Ist das nicht erschreckend, was jetzt auch, das muss sich auf die Gesundheit auswirken. Ja, das wirkt sich auch leider auf die Gesundheit aus. Also die Volkskrankheit Rückenschmerzen ist momentan wieder auf Platz 1. Die war ein bisschen abgerutscht, die waren nur auf Platz 2 und jetzt seit Corona ist die wieder auf Platz 1. Da haben die Krankenkassen gerade vor kurzem erst die Zahlen veröffentlicht. Also Herz-Kreislauf-Beschwerden waren vorher auf Platz 1, die haben jetzt den Platz getauscht. Mhm. Rückenschmerzen sind wieder die Volkskrankheit Nummer 1. Und man führt es tatsächlich darauf zurück, dass halt viele Menschen jetzt zu Hause
im Wohnzimmer auf dem Sofa ihre Büroarbeit machen oder am Küchentisch, wo man halt keine wirklich guten Stühle hat. Wobei man der Ehrlichkeit halber sagen muss, also jeder Stuhl mit Lehne ist eigentlich ein, man muss es mit zwei Seiten sehen. Natürlich kann man sich mal anlehnen, kann sich zwischendurch mal entspannen, aber jede Lehne verhindert die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Und jede Lehne zieht mich aus meiner eigenen Mitte und sorgt dafür, dass ich eigentlich hinter mir selber hänge und die, genau die Muskeln, die ich bräuchte, um in diese Aufrichtung zu kommen, genau die werden dazu verleitet, dass man in sich zusammensackt. Und viel sinnvoller wäre es, diese Muskeln zu unterstützen, die zu kräftigen, die zu stärken. Weil wenn ich in meiner eigenen Achse bin, brauche ich gar nicht viel Kraft, um mich in der senkrechten Achse aufrecht zu halten, weil die Wirbelsäule ist ja unser integriertes Stützorgan. Nur wenn ich dann so drin hänge, dann kommt halt das ganze Gewicht tatsächlich auf die Bandscheiben. Das ist das Problem. Ja, was ich noch dazu kommt, also ich bin ja auch ein Genießer, also ich esse leider Gottes gern und auch gut. Und man sagt ja einfach, das Auge isst mit. Und wenn ich jetzt das vergleiche, was da manchmal an hässlichen Stühlen da in den Wohnzimmern rumsteht, so ein Michou, der ist ja auch von der Optik mal ganz was Besonderes. Und wenn da Besuch kommt, die könnten ja gerade glauben, das ist ein Zierstück, oder? Ja, es ist auch tatsächlich oft so, dass Leute bei uns anrufen und sagen, ich war gerade bei meinem Freund zu Besuch und bin auf dem Stuhl gesessen, kann ich den jetzt auch bestellen? Also das passiert oft, dass Besucher einfach in der Wohnung den Stuhl entdecken und dann sagen, sowas brauche ich auch. Wir hatten sogar schon einmal eine Situation, da hatte eine Frau bei ihrer Freundin die Blumen gegossen im Sommer, weil die im Urlaub war. Und dann hat sie den Michou gesehen, hat sich draufgesetzt und hat sie sich den gleich ausgeliehen für die Zeit des Urlaubs und hat ihn am Schluss zurückgebracht und hat dann gesagt, so, und jetzt brauche ich selber auch einen. Ja, ich glaube, ihr habt sogar eines, habe ich da gesehen auf der Homepage, ihr bietet es sogar zum Probesitzen an, oder? Genau. Genau, man kann den Michou-Stuhl sich für 30 Tage zum Probieren bestellen, weil ich das ganz wichtig finde. Ich habe, als Frau bin ich ja in der Situation, man sagt ja oft, Frauen haben so viele Schuhe. Bei mir kommt es daher, dass ich immer, wenn ich im Schuhgeschäft bin, dann probiere ich sie an und denke mir, ja super, die passen. Dann habe ich sie zweimal angehabt auf der Straße und dann merke ich, oh nee, die passen irgendwie doch nicht. Also manchmal merkt man es einfach nicht gleich sofort, wenn man jetzt ins Stuhlgeschäft geht und setzt sich drauf, dann sagt man, ja toll, fühlt sich gut an. Aber oft merkt man es erst, wenn man es mal eine Weile ausprobiert hat. Dann halt einfach einen Tag lang oder zwei Tage oder auch eine ganze Woche lang. Und dann merkt man erst entweder, jawohl, das ist das Richtige für mich oder auch, nee, aus irgendwelchen Gründen. Dann kann man den auch wieder zurückschicken, aber es kommt Gott sei Dank selten vor, sonst könnte man das nicht machen mit diesen 30 Tagen. Ja, ich meine, das ist aber ich finde es einfach toll, weil man einfach wirklich mit, da sieht man mal, wie Sie hinter dem Produkt stehen, 100% Rückgaberecht, wo gibt es das schon, finde ich echt stark. Und vor allem jetzt, es hat sich ja die Zeit, gerade durch dieses Corona, durch dieses Homeoffice, also ich habe ja die glückliche Situation bei mir gehabt, als Key Accounter war ich ja fast 20 Jahre lang im Homeoffice und ich habe ein richtiges Büro, auch mit einem anderen Stuhl, aber einen echten Bürostuhl. Aber durch das Corona-Thema, jetzt haben wir wieder die Homeoffice-Pflicht, wo man sich sagt, ich bin sowieso absolut gegen Pflicht, aber ist halt einfach so. Ja. Und wenn früher ein Außendienstmitarbeiter im Homeoffice gesessen ist, dann ist der nach der Fahrt zurückgekommen und hat eine halbe Stunde, Stunde vielleicht Büroarbeit gemacht. Aber mittlerweile sitzen ja wirklich die Leute 35, 40 Stunden lang an diesem Homeoffice-Platz. Da muss man doch was Vernünftiges haben. Ja. Und das Tolle ist halt wirklich beim Michou-Stuhl, das ist, dass man diese Zeit des Sitzens am Schreibtisch gleichzeitig nutzen kann für seine Rückengymnastik. Also ohne, dass ich noch zusätzlich irgendwie entweder ins Yoga-Studio gehe oder ins Fitness, das macht Sinn, das trotzdem noch zusätzlich zu machen. Aber wenn ich schon mal jeden Tag eine Stunde oder zwei oder auch drei oder vier oder fünf hier locker in Bewegung bin, dann habe ich ja meine Rückenmuskulatur schon mal auf ein Grundniveau gebracht. Und dann kann ich für die Arme, für die Beine, für die Atmung noch was machen, aber ich habe schon mal den Rücken einfach aktiviert und vor allem, ich habe hier diese Aufrichtung. Und das ist einfach das, was für viele, für uns leider immer mehr verloren geht. Diese innere Aufrichtung, die dafür sorgt, dass sich diese ganzen Bandscheiben und die ganzen Wirbelkörper schön übereinander in der senkrechten Achse ausrichten. Und das passiert hier halt so ganz von selber nebenbei.
Herr Verwander, wir sind jetzt wieder kurz vor Weihnachten und viele überlegen sich, was mache ich oder was tue ich meinen Mitarbeitern Gutes. Das wäre doch auch, wenn man es genau nimmt, einmal ein tolles Weihnachtsgeschenk, oder? An die Mitarbeiter. Also auf jeden Fall, bei uns ist immer vor Weihnachten Hochsaison. Ja. Und was wir auch seit kurzem anbieten, weil gerade hier sind ja auch wahrscheinlich einige Firmeninhaber, die zuschauen, ja, was wir seit kurzem auch anbieten, das ist, man kann den Mischuhstuhl auch leasen. Ja. Der Vorteil ist ja dann, dass man es komplett von der Steuer abschreiben kann. Und deswegen ist es auch für manche vielleicht interessant. Der Vorteil ist, erstens mal, die Mitarbeiter haben weniger Rückenschmerzen. Zweitens, man kann sich beim Sitzen auf dem Mischuhstuhl auch besser konzentrieren. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen. Die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz hat da mehrere Studien dazu gemacht, 3 insgesamt. Bei allen 3 ist rausgekommen, mehr Alpha-Schwingung, das heißt mehr Kreativität, mehr wache, entspannte Aufmerksamkeit, gleichzeitig aber auch mehr Beta-2-Schwingungen, das heißt Konzentration und Leistungsfähigkeit. Und drittens, eine dritte Studie, da wurden die Herzratenvariabilität gemessen. Und da ist dann auch noch rausgekommen, weniger Stress, und der Organismus kann mit einer hohen Arbeitsbelastung besser umgehen. Also es waren 3 positive Ergebnisse. Und der 4. tolle Effekt ist einfach, wenn der Mitarbeiter so einen Stuhl hat, der auch noch schön ausschaut in der Wohnung, wo er sich drauf wohlfühlt, dann hat der einfach auch Freude dran, und er freut sich jedes Mal. Wenn er da steht, dann freut er sich, weil er so schön ausschaut. Und wenn er drauf sitzt, dann freut er sich, weil er einfach bei der Arbeit locker in Bewegung sein kann und für seinen Rücken was Gutes tun kann. Ja, gerade Verwandte, wenn man das, ich habe vor kurzem erst einen Zukunftsforscher bei mir gehabt, einen Professor, der sich mit dem ganzen Thema Arbeitswelt und anderem auch beschäftigt. Und das hat sich ja komplett gewandelt, weil früher war das Größte, wenn der irgendwie einen neuen Audi gekriegt hat oder einen Mercedes, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, gibt ja viele andere schöne Autos, dann war das Motivation, eine größere zu kriegen. Ja. Mittlerweile hat sich das ja gewandelt. Wir reden ja mittlerweile vom Dienstrad. Und was ich jetzt genial ist, finde ich, dass man auch einen Dienststuhl jetzt machen kann. Also idealer geht es eigentlich. Man schenkt oder man stellt Gesundheit zur Verfügung. Ja, genau. Gesundheit, aber sogar nicht nur Gesundheit, sondern gleichzeitig auch noch Lebensfreude, weil es einfach Spaß macht, so zu sitzen. Wir haben zum Beispiel einen Firmenkunden, also einen unserer größten, in Anführungsstrichen, Firmenkunden, ist zum Beispiel der Rowohlt Verlag. Der Chef vom Rowohlt Verlag, der hat schon vor mehreren Jahren den Mischuhstuhl kennengelernt, ausprobiert, war selber dann total begeistert, hat dann erstmal einen bestellt für seine Assistentin, also er selber hatte einen, seine Assistentin hatte einen. Und dann haben die eine Mitarbeiterin gehabt, die ist mehrmals im Jahr wegen Rückenschmerzen ausgefallen. Und dann haben sie für die auch noch einen Mischuhstuhl bestellt. Ja, und dann war die so gut wie nicht mehr krank. Ja, und dann hat der Chef gesagt, ja, für jeden Mitarbeiter, der mag, kann der sich einen Mischuhstuhl für das Büro bestellen. Und zwar immer 2 Mitarbeiter zusammen einen Mischuh. Und da sind jetzt mehr als 20 Mischuhstühle beim Rowohlt Verlag. Frau Wander, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn Kunden natürlich so eine wunderbare Empfehlung ausgeben, eine Erfolgsgeschichte. Aber ein Thema will ich noch ansprechen, und zwar, Sie bieten ja mittlerweile auch online eine Rückenschule an, so Workshops, gell? Genau. Ja, das hat sich eigentlich daraus entwickelt, dass ich Anfang, als diese Corona-Pandemie losging, die früheren Live-Workshops, die ich in ganz Deutschland gemacht habe, da bin ich immer mit dem Auto überall hingefahren, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, also alle großen Städte. Das ging dann nicht mehr. Dann habe ich mich entschieden, dass ich das jetzt versuche, auch über Zoom umzusetzen, und habe immer für die Neukunden ein Mischuh-Kunden-Meeting gemacht, wo ich dann auch erkläre, wie der Stuhl funktioniert, wie er wirkt, dann die wichtigen Inhalte zum Thema Rücken- und Wirbelsäule, dass die Leute einfach ein bisschen mehr Wissen noch haben zu dem Thema. Und das ist so gut angekommen, dass dann irgendwann die Idee entstanden ist, ich könnte auch richtig so ein kleines Rückencoaching online anbieten. Und das läuft jetzt schon seit Sommer. Also das ist jetzt die 2. Gruppe am Start, und das kommt sehr gut an. Und man kann wirklich mit ganz wenig Zeitaufwand, das ist das Tolle beim Mischuhstuhl, es braucht wenig Zeit, eigentlich gar keine Zeit, wenn man am Schreibtisch was für die Wirbelsäule tun will. Und wenn man noch ein bisschen mehr tun will, dann kann man mit wenigen Minuten am Tag, 2 bis 3 Minuten am Tag, so wie ich mir sonst die Zähne putze, die Zähne putze ich mir auch 2-mal im Tag ein paar Minuten lang. Mit dem Mischuhstuhl mache ich
ein- oder zweimal am Tag eine Übung, die auch nur wenige Minuten dauert und wo ich aber wirklich die ganze Wirbelsäule wieder in diese Durchlässigkeit kriegen kann, wie sie ursprünglich mal gewesen ist, als wir noch kleine Kinder waren. Und bei ganz vielen Erwachsenen sammelt sich im Laufe des Lebens immer mehr Spannung an. Und irgendwann ist einfach die Spannung dann so groß, dass dann Rückenschmerzen nicht mehr übersehbar und überfühlbar sind, überspürbar. Aber wenn ich jeden Tag ein bisschen was tue und wenn ich diese Spannung abends, dann bevor ich ins Bett gehe, wieder abbaue, dann gehe ich ganz anders ins Bett, dann schlafe ich ganz anders, dann wache ich am nächsten Tag ganz anders auf. Und diese Übungen vermittle ich auch online. Also sowohl für Menschen, die sich für den Mischu-Stuhl entschieden haben, aber auch wenn jemand sagt, nee, den Stuhl habe ich jetzt nicht, aber ich will trotzdem ein bisschen was für meine Wirbelsäule tun, kann man auch bei dieser Übungsreihe sich anmelden. Das dauert 30 Tage, 30 Tage Rückencoaching. Und das ist ein ganz wertvoller Input, wenn man wirklich mit wenig Zeit viel Positives für die Wirbelsäule tun will. Also dann kann ich nur eines sagen, Ivana, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Ausführung. Bei Ihnen merkt man einfach, Sie stehen zu 100% dahinter. Und wie sagt man so schön, bleiben Sie gesund, oder? Das machen wir. Sie auch. Dankeschön. Brandstätter. Und bei Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie wieder bei der Folge dabei waren. Und bis zur nächsten Folge Podcast Mittelstand.